Willkommen bei Crusader Kings 3 und einem weiteren unmöglichen Start. Und was ist schlimmer, als wenn ihr in einen Krieg startet, in dem euch die gegnerischen Truppen 5-1 überlegen sind, den ihr historisch geschlagen werden soll, euer Gebiet abgenommen und ihr in den Kerker geschmissen werdet. Nichts ist schlimmer, meine Freunde. Und deswegen schauen wir uns heute Ella von Northumberland an, der mit dem absoluten A-Karte startet, dass er überhaupt keine Chance haben soll, zu gewinnen. Und genau das wollen wir schaffen. Wir wollen, dass dieser Ella eine Chance hat, seinen Titel zu behalten und diese beiden Kriege oder zumindest einen davon zu überleben. Doch damit nicht genug, wir wollen Ella sogar das Recht erweisen, ein König zu werden. Wir sollen nur beweisen, dass wir den Nordmännern unsere Macht demonstrieren können und damit auch ein Königreich unter deren Nase gründen können. Eine 6-1 Überlegenheit spricht natürlich nicht unbedingt dafür, dass wir diesen Krieg gewinnen, aber schauen wir mal, was wir machen können und wie viel Tries wir tatsächlich dafür brauchen. Auf geht's in den Krieg. Im ersten Versuch rechnen wir uns gar nicht große Chancen aus, denn ihr seht schon hier unten, hier ist die Party. 10.000 Truppen, die auf uns losstürmen. Werden. Wir haben natürlich verschiedene Ausgangssituationsprobleme oder vielleicht Vorteile. Mal schauen. Erstmal unser Ella. Er ist immer ein Ränkeschmied, hat immer sehr hohe Ränkespielsachen. Und wir haben eine Frau und zwei Kinder, die jeweils schon verheiratet sind. Unser Erbe und eben unsere Tochter. Und die uns keine Bündnisse geben. Wir können ein Bündnis aushandeln mit ihm, aber er ist unser Rival und hasst uns ab und tief. Deswegen können wir den guten alten Sigurd schon mal vergessen. Und damit haben wir diese drei Optionen schon mal raus. Was kann man machen? Wir können einen Mord in Erwägung ziehen. Truppen gehen immer so um die 1000, wenn man neu startet. Immer diese 200 Karte mehr nicht. Und wir haben immer ein recht gutes Geld. Das ist schon mal nicht schlecht. Unser Ränkespiel oder unser Lebenswandel ist immer auf Ränkespiel. Ich denke, wir werden aber eigentlich zu 99% der Fälle erstmal auf Schwerpunkt auf Ritterlichkeit gehen, um diese saftigen 5 Vorteile abzusahnen, die wir sehr, sehr gut brauchen können. Und dann ist die Frage, können wir diese Truppen in irgendeiner Form besiegen, indem wir entweder unsere Frau umbringen, vielleicht auch noch hier irgendwo eine Frau umbringen, dann könnten wir eine neue Heirat arrangieren und damit auch neue Bündnisse kassieren. Wir können nämlich nicht, und das ist das große Problem, uns scheiden lassen, da unser Papst uns ziemlich hasst, weil wir eben hinterlistig sind. Tolle Sache. Dann haben wir noch das Problem, dass unsere Tochter, da könnten wir die Scheidung erwirken, das wäre kein Problem, aber wir haben keine Frömmigkeit. Tolle Sache. Ihr seht also, die Karten stehen ziemlich gegen uns. Was können wir als erstes machen? Naja, was natürlich die einfachste Strategie jetzt in meinen Augen wäre, um es zu testen zumindest, wäre, dass wir hier die Truppen ausheben und dann auf die Hauptstadt rushen. Das ist immer ein sehr guter Trick. Problem dabei ist aber, dass er natürlich seine eigenen Truppen noch rausholt. Das sind nur die Sondertruppen. Das heißt, er persönlich holt ja auch nochmal 1.900 Truppen raus. Wir müssten also auf jeden Fall darauf warten, dass diese Truppen erstmal spawnen. Den anderen angreifen, also Jorvik angreifen, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Im Idealfall wollen wir natürlich beide Kriege gewinnen, aber sind wir mal ehrlich, wenn wir unseren guten alten Ella auch nur eine Chance geben wollen, dann sollten wir erstmal eins fokussieren. Ja, das war dann eigentlich alles Negative. Wir haben aber einen positiven Punkt, den man hier nicht vergessen darf. Wir sind ja Ränkeschmiede und der Ella schachtet immer mit dem Anstifterbaum. Was bedeutet das? Wir können zwei feindselige Komplotte planen. Das heißt, wir sollten auch auf jeden Fall zwei Morde angehen. Entweder an unseren Frauen, Männern oder eben an Jarl Ivar oder an Jarl Halfdan. Halfdan, die Prozentchance, zumindest jetzt bei diesem ersten Try, ist 5%. Ich glaube, Halfdan wird immer so spawnen. Sein Hof kann sich aber ändern. Das heißt natürlich, da können Vor- oder Nachteile daraus entstehen, auch für die Prozente hier. Und bei Jarl Ivar hätten wir sogar 66%, was tatsächlich sehr gut wäre. Wenn wir hier unseren Typen noch auf Komplotte stellen oder auf Unterstützen stellen, könnten wir tatsächlich versuchen, Ivar zu töten. Wäre aber neben dem auf die Hauptstadt draufspringen oder in irgendeiner Form irgendwelche Bündnisse ballern oder einfach Glück haben, eine Methode, die wir nutzen können. Das heißt aber jetzt dann mal auf zum ersten Kampf gegen die Söhne Lodbrok, den netten Ragnar und seine verdorbenen Nachkommen. Gesagt, getan. Gehen wir mal zu unserem ersten Plot über. Jetzt versuche ich die Variante, einmal den Ivar zu töten. Dann versuche ich einmal die Variante, unsere Frau zu töten, weil wir halt als Herzog hoffentlich mehr Chancen haben. 89%. Das sollte erstmal helfen, uns vielleicht irgendeine Chancen offen zu halten. Wir sollten natürlich auch versuchen einzuladen, zum Beispiel hier unsere Aus, das ist die Frau von ihm, glaube ich sogar. Sehr gut. Aus 18 Gold. Oh, ja, richtig lecker. Das kann man gut machen. Bei ihr kriegen wir tatsächlich nur eine Person dazu, 75 Gold. Ich würde das drauf ankommen lassen. Wir haben unseren Typen auf komplett unterstützen gestellt. Vielleicht können wir sogar noch einen besseren bekommen. Müssen wir gleich mal ein bisschen bei Tinder schauen. Okay, Tinder ist brutal leer heute. Wir haben keine einzige Person bei uns. Wir müssen hier 45 Gold für ausgeben. Das ist es, glaube ich, dann nicht wert. Und jetzt müssen wir warten, bis er seine Truppen hier rausgezogen hat und hoffentlich sich hier unten irgendwie mit den anderen vereint, sodass wir auf seine Hauptstadt draufgehen können. Na, Chance ist gering, aber wir können sie mal gucken. Da setzt sich die Armee in Bewegung, ihr seht es schon. Wenn Omni auf dritte Geschwindigkeit spielt, dann wisst ihr, jetzt wird es ernst. Und wenn es so ernst wird, dann muss der Fokus stimmen. Und was gibt es dafür Besseres als ein kühles Getränk von Holy? Denn Holy bietet eine super Alternative zu anderen Energy Drinks, hat keinen Bullshit drin, keinen Zucker und ist deswegen für mittelalterliche Herrscher exakt geeignet. Vor allen Dingen, wenn man so einen Krieg gewinnen will, wie dem, den wir vor uns haben. Ich habe das Zeug wirklich
ausgiebig geprüft und ich muss sagen, es gibt wirklich richtig, richtig leckere Sorten dabei. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden, deswegen empfehle ich euch einfach mal Omni 5 als Key mitzunehmen, sodass ihr euch auf euer erstes Starterpaket 5 Euro Rabatt sichert und vor allem mich dann mit einem kleinen Umsatzprovision unterstützen könnt. Das würde mich halt besonders freuen. Und wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr auch hier nochmal auf Trustpilot erzählen, dass Holy keinen Bullshit verkauft, sondern tatsächlich richtig gute Sachen, auch ohne Zucker und irgendwelche Taurine oder sonst irgendwas. Die Codes und einen Link findet ihr im Pinned Comment oder in der Beschreibung. Aber genug davon, gestärkt durch Holy geben wir diesen Krieg an und schauen mal, wie es läuft. Leider geht die Armee alles zu uns. Momentan eine Person geht, ich glaube, sie wandern alle zu uns. Das ist natürlich ziemlich doof. Die verteilen sich schon sehr, sehr saftig. Warten noch ein bisschen, bis wir unsere Truppen ausziehen, weil ich hoffe, dass er erstmal mit seinen Truppen hier rüberkommt. Wir müssen da ein bisschen Geduld üben, sonst werden wir einfach nur überrannt, sobald wir bei der Hauptstadt sind. Unsere Armee setzt sich in Bewegung, aber ich habe bisher noch nichts von ihm gesehen. Ich glaube, dass Iva da tatsächlich campt. Ey, was für ein mieser Camper. Er ist nicht da. Das heißt, wir können tatsächlich auf die Hauptstadt gehen. Alba kommt noch ein bisschen plündern. Nicht zu uns, finde ich sehr schön. Sondern zu unserem Nachbarn, Strathclyde. Wir können jetzt hier sehen, ob unser Erbe gefangen wird. Dann können wir schon direkt resetten. Ich sag schon ganz ehrlich, ist schon ziemlich gemein. Unsere Verbündeten hier unten chillen einfach ihr Leben. Wir kriegen hier die gesamte Macht von diesen Schweinen ab. Es ist einfach eine Unverschämtheit. Also wirklich, ihr solltet euch schämen. Oh, wir sind knapp davor, die Stadt zu belagern. Ja, geht auch nicht auf uns. Ich dachte gerade, er wird uns angreifen, aber wir sind schon zu stark dafür. Wir haben einen recht guten Leader-Role. Also wir haben einen guten Befehlshaber bekommen. Was nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist, auch wenn ihr das denkt. Das heißt, die Hauptstadt können wir belagern. Nur die Sache ist, das ist jetzt eher Zufallsmoment. Kommt da jetzt ein Erbe, den wir fangen und können wir dann vielleicht einen weißen Frieden machen? Oder vielleicht sogar 100% bekommen? Es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob er selber die Armeen führt. Wahrscheinlich sogar als Wikinger. Ihr seht schon, wir sind relativ schnell belagert. 50% haben wir schon gegen Jorvik. Da werden wir auch nichts gegen machen können. In diesem Round, wir versuchen erstmal hier gegen Sudriar anzugehen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und? Ja, wir haben eine wertvolle Geisel. Oh, Moment mal. Nicht ernsthaft. Oh Gott, das ist nicht euer Ernst, Leute. No. First Try haben wir zwei Kinder von ihm rausgegraben. Oh mein Gott, wir haben zwei Kinder rausgebuddelt. Das darf nicht wahr sein. Wie geil ist das denn, Leute? Das heißt, wir haben tatsächlich das obere Gebiet gewonnen. Es kann nicht sein, dass ich mit First Try das schaffe. Wir können mit ihm also jetzt den weißen Frieden ballern. Wir töten unsere Frau natürlich trotzdem, auch wenn das grausam klingt. Aber es ist durchaus sinnvoll. Stop it. Get some help. Jetzt sind wir übrigens noch von allen Seiten. Guckt euch das an. Geplündert noch. Unsere Leichen werden noch geschändet. Von Schottland, von Norwegen, von weiß nicht woher, von Dänemark kommen sie an und plündern unser Gebiet. Gnadenlose Schweine. Oh, und da ist unsere Frau gestorben. Was ist denn da passiert? Tja, das musste leider geschehen. Damit können wir uns neu verheiraten. Vielleicht gibt uns das eine Chance, vielleicht einen anderen Krieg sogar auch noch zu gewinnen. Wir kriegen aber nur Alto Aragon. Ugh, das ist nicht sehr stark. Wenn wir eine Prachthochzeit anbieten, könnten wir 1600 mit der Toskana bekommen. Und das wäre auch schon alles, was wir an Chancen tatsächlich haben. Ich würde sagen, dass wir tatsächlich dann noch unsere beiden Kinder, sag ich mal, von ihren Männern oder Frauen befreien. Das heißt, wir würden auch hier die Morde nochmal angehen. Im Prinzip könnten wir Jarl Ivar jetzt nicht mehr töten. Es hat allerdings Vorteile, wenn wir ihn töten. Seine Kinder würden halt mehr aufgespaltet. Und damit würde der Kampf, den wir jetzt angehen werden, wesentlich einfacher. Und während die Räubereien hier unten immer mehr werden, was halt total verdammt ist, kriegen wir tatsächlich ein Bündnis mit der Toskana, die natürlich, ein bisschen weit weg ist. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen, noch wunderbar Land zu halten. Wenn wir das schaffen würden, wäre natürlich absolut legendär. Wir haben allerdings schon 50% verloren. Unsere Verbündeten, die eigentlich hier helfen könnten, machen halt einfach gar nichts. Die stehen einfach nur in der Ecke rum. Ich weiß auch nicht genau, was sie vorhaben. Die stehen wirklich nur in der Ecke rum und warten ab. Ich habe keine Ahnung, warum die nicht kämpfen wollen. Fragt mich nicht. Die KI ist bei Crusader Kings 3 immer, ich sag mal, ein wenig speziell. Oh, wie gefährlich kann die Wildnis doch sein, lieber Iva. 95%. Hups. Ha, vielleicht ist das gemeine Volk ja doch nicht so unnütz. Naja, doch schon. Und damit ist Jarl Ivar tot und damit ist ein großer Widersacher hier oben deutlich schwächer geworden. Naja, trotzdem noch die Sondersoldaten, schade. Aber ist deutlich schwächer geworden. Wir stehen nochmal recht allein da, außer eben die Toskaner, die uns jetzt zu Hilfe einwirft mit lächerlichen 1600 Truppen. Aber zumindest können wir jetzt noch unsere Dame hier einmal entfernen, um vielleicht noch ein gutes Bündnis an Land zu ziehen. Tja, wie die Geier stürmen sie auf unser Gebiet und wir können nichts dagegen machen. Gegen Alfdan wird uns wohl leider kein Glück gescholten sein. Ist okay. Oh, aber im weißen Kleide ist die Toskana angeritten, um uns zu helfen. Ich weiß auch nicht, warum die nicht komplett überrannt wird, aber es ist ja wunderschön, dass wir wenigstens einen treuen Verbündeten in diesem Land haben. Vielleicht können wir mit einer Belagerung, also einer Gegenbelagerung, noch das Ganze aufrechterhalten, bis wir die nächsten Bündnisse schließen können. Wir müssten also unsere Truppen von hier oben einmal runterbewegen, ohne komplett gefressen zu werden. Das wäre ganz gut und dann mit der Toskana uns verbinden, aber gegen 6000 Truppen, wird das Ganze doch etwas schwierig. Und wir werden weiterhin geplündert, selbst von 275 Truppen. Es ist einfach eine Unverschämtheit. Ja, gerade noch gelobt und schon hat die KI wieder mal einfach die Belagerung abgebrochen. Das war ein derart dummer Move.
Ich kann es gar nicht verstehen. Und wir können jetzt hier die Frau unseres Sohnes einmal kurz auf eine Farm schicken. Hoppala. Das tut mir aber leid. Vielleicht kriegen wir dadurch ein neues Bündnis. Wachtochzeit können wir nicht anbieten. Das heißt, wir sind tatsächlich hier mit den 1200 mit den Welfen gefangen. Ich meine, Welfen sind ganz nett, aber jetzt für unsere Situation. Aber wir nehmen natürlich alles, was wir kriegen können. Von daher rein in den Krieg, komm her. Wir müssen immer darauf achten, dass sie keine Kriege haben, weil was bringt euch das, wenn die selber Kriege kämpfen? Dann schicken die nicht einen einzigen 50 Soldaten. Von daher seid nicht, fallt nicht darauf rein. Jetzt haben wir leider das Problem, dass er hätte die Belagerung jetzt schon fertig gehabt, aber die werden jetzt mit 2 Belagerungen durchgehen und wir haben jetzt schon minus 94%. Hätte er uns einfach geholfen dabei, hätten wir es durchaus schaffen können. Wir kriegen aber jetzt Unterstützung. Tatsächlich kriegen wir Unterstützung und wir töten auch den nächsten unserer, naja, Verwandten. Nee, wir haben es leider nicht geschafft. Schade. Schade, schade, schade. Das heißt, unser armer Ella muss jetzt auf den Rachefeldzug gehen, um sich hier Jorvik, also das angestammte Northumbria, wiederzuholen. Denn leider, leider wurden wir besiegt von unseren verräterischen Verbündeten, die uns nicht geholfen haben. Und leider auch alles, nicht so gut hinbekommen haben, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber wenn ihr denkt, dass wir jetzt gewonnen haben, nur weil wir einen Krieg irgendwie überlebt haben, dann habt ihr weit gefehlt. Denn ihr seht, wir haben hier einen Jorvik neben uns mit 6000 Truppen. Gut, da durch den Mord haben wir tatsächlich einen großen Vorteil gewonnen. Wir können auch weiterhin versuchen, ihn zu ermorden. Ich würde das sogar angehen, um die möglichst die Kraft klein zu halten. Genauso sollten wir ihn ermorden. Eigentlich sollten wir sie alle umbringen. Und hoffen, dass wir unsere Fähigkeit, die Ella nun mal hat, bis zum Maximum ausnutzen können. Und um dann eben auch ein Königreich zu erobern, im Idealfall wäre es halt Alba oder am besten natürlich England. Wir haben zwar aus Anglien gehalten, dadurch, dass wir halt den Krieg gewonnen haben übrigens, ne, und den ermordet haben. Aber ihr seht schon Hastin, ihr kennt ihn ja, den guten alten Hastin. Der kommt natürlich auch wieder rüber und hat seine Sondertruppen dabei und denkt sich, ja, so ein Mercia sieht ja auch schon ziemlich schwach aus. Hat auch kein Bündnis mehr, warum auch immer. Und das kann deswegen noch immer ziemlich in die Hose gehen. Am besten wäre es vielleicht, wenn wir uns einfach ein bisschen nach Irland ausbreiten, einfach ein bisschen Macht zu generieren und da vielleicht sogar Irland zu gründen und dann wieder zurückzukommen, um uns hier auszubreiten. Versuchen dann Konstantin von Alba zu töten, einfach um der Kraft ein bisschen zu schwächen. 5% ist natürlich gar nichts, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Ihr seht schon Ellas Vorteil, den kann man sehr gut zu seinem Nutzen heranziehen. Ihr seht aber, der Typ danach ist jetzt auch nicht viel schwächer, aber schon mal deutlich schwächer als eben, von daher. Durch unseren trotteligen Ratskanzler, den wir am besten auch noch mit umbringen, müssen wir jetzt damit leben, dass Jorvik, also Half, dann direkt wieder Krieg erklären kann, was natürlich sehr gefährlich ist. Es kann also sein, dass es doch noch zu Versuch 2 geht, in dem jetzt Half dann uns einfach komplett über den Haufen haut. Er hat aber keinen Ansprüche auf uns, also er kann sich einfach aus Spaß uns den Krieg erklären mit seinen noch immer 3800 Sondertruppen. Was zum Teufel. Kurzzeit später ist Halfan auch dran. Er hat 95% zu sterben und das sollte er auch bitte tun. Und man sollte nie die Macht der Masse unterschätzen, meine lieben Freunde. Und damit ist auch Halfdan gestorben. Und ihr seht schon, das hat natürlich zur Folge. Nämlich erstens, Lancaster ist extrem schwach geworden. Ist allerdings direkt ein Bündnis. Und die Sondertruppen sind leider noch immer nicht weg. Das haben wir eben ja schon festgestellt. Müssen, glaube ich, weggegrindet werden, was ziemlich problematisch ist. Aber was wir natürlich machen können, ist ihn direkt wieder umbringen. Und ihn auch direkt umbringen. Leute, töten sie einfach alle, bis niemand mehr da ist, um uns in irgendeiner Weise auf die Nerven zu gehen. Und dann vielleicht werden wir glücklich werden. Und im Notfall, ganz ehrlich, Simon, schließen uns einfach Alba an. Denn der will mir auf jeden Fall die Treue schwören können. Und dann erstmal in Schutz von Alba uns ausbringen. Reiten, um nachher Rache an diesen verfluchten Nordmänner zu üben und unseren gerechten Platz am Englands Thron wiederherzustellen. Tja, und da wir durch Mangel an Ressourcen Gold, Prestige und Frömmigkeit nichts Besseres zu tun haben, denke ich mal, werden wir jetzt einfach mal eine schöne Montage von den ganzen Morden machen. Denn momentan habe ich nicht so wirklich eine Ahnung, wie wir denn vorankommen sollen mit diesem lächerlichen Militär, was wir haben. Naja, viel Spaß dabei. Nach all diesen Schandtaten hat die Welt endlich unser wahres Gesicht erkannt. Ja, wir sind der Teufel. Deswegen haben wir den schönen Beinamen der Teufel bekommen. Der Charakter ist sündhaft, gottlos und scheut sich nicht davor, Priester und Untertanen gleichermaßen einzuschüchtern. Das stimmt, umzubringen. Wäre korrekter, aber okay. Eine letzte Säuberungsaktion tötet nochmal die Frau unseres Erben, damit wir nochmal neue Bündnis kriegen können. Aber die Situation ist so, wir können keinen töten. Die Sondertruppen gehen nicht weg und das Jahrtum kriegt als nächstes der König von Schweden. Es ist wirklich nicht in diesem Video transportierbar, wie schlimm diese Situation ist. Ich kann hier nichts machen. Wir haben keinen militärische Vorteil irgendwo zu erringen. Wir haben keine Truppen, wir können auch keine Kriegserklärung gegen unsere Nachbarn, außer eben hier im Mon und im Jorvik mit 5000 Truppen machen. Wir haben kaum noch Bündnis, sind alle wieder ausgelaufen und ich bin mir nicht sicher, wie wir das genau regeln sollen. Das ist tatsächlich noch lange nicht vorbei. Ich meine, wir könnten versuchen, irgendwo auszuweichen mit einzelnen Ansprüchen, aber hier Jorvik zu brechen ist so gut wie möglich. Strathclyde können wir nicht einnehmen, weil sie ja christlich sind, wir da keinen Krieg erklären können. Außer wir fingieren irgendeinen Titel, aber das hilft uns ja auch nicht so wirklich weiter. Schauen wir erstmal hier bei Tinder, ob wir vielleicht wenigstens noch ein Bündnis kriegen können. Ja, tatsächlich, mit Mercia, das ist sehr gut.
dann haben wir wenigstens mal ein Bündnis, was uns zumindest Sicherheit gibt, dass wir hier nicht überrannt werden. Ich dachte nämlich gerade schon, die hätten uns eigentlich sofort überrennen können. Ihr seht auch, Hastin ist auch hier schön drin und gönnt sich einen Schritt nach dem anderen. Strathclyde zum Beispiel. Ich bin nicht ganz sicher, wie genau wir es kriegen sollen. Er ist jetzt auch hier verbündet mit eben dem Hastin. Wir haben so viel Morde begangen, es hat halt nichts gebracht. Es ist schon ein bisschen frustrierend, sage ich ganz ehrlich. Weil wir eben nichts Besseres zu tun haben, versuchen wir einfach mal den guten Hastin umzubringen. Der will sich nämlich hier schön alles einverleiben. Und ich hätte einen Plan, dass wir vielleicht Richtung Wales gehen könnten, um uns mal ein bisschen Fortschritt zu kriegen. Sonst habe ich einen sehr radikalen Plan. Den werde ich euch dann nachher erst erklären, wenn wir denn so verzweifelt sein sollten. Und er weiß es leider. Er hat natürlich überlebt. Es kotzt mich alles an. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Tja, ihr fragt euch bestimmt, warum der gute Ella auf einmal der König von Italien ist. Ja, es gab da so ein unmoralisches Angebot. Und ich hatte euch ja gesagt, ich werde dreiste Methoden ergreifen, um ein bisschen mehr Macht zu erringen. Vielleicht eine kleine Chance haben, noch irgendetwas in diesem Spiel zu erreichen. Also blenden wir mal ganz kurz ein paar Minuten zurück. Wie besprochen sind wir ja Ella, der Teufel. Und wie es seinem Naturell entspricht, wird der Papst uns für diesen tollen Titel, der so heilig ist, natürlich das Recht geben, Italien zu beherrschen. Warum? Frag mich nicht. Es ist tatsächlich so, dass der Papst einfach dachte, ja, den Titel Italien, den gönnen wir den Ella, der weiß nicht, wie viele Kinder umgebracht hat, doch durchaus gerne mal. Und dementsprechend haben wir direkt den Krieg erklärt, denn Italien ist extrem schwach. Durch unsere Verbündeten aus Mercia konnten wir dann einfach schön ihn überrennen und zerfetzen und damit tatsächlich mit einem ersten Sieg und einem zweiten Sieg die Schlacht für uns entscheiden. Mit einer kleinen Belagerung von seiner Hauptstadt mussten wir den Rest von Italien gar nicht erst angreifen. Was bedeutet, wir haben den Krieg eigentlich sofort gewonnen, nur indem wir kurz mal in Frankreich reingeschlüpft sind. Und damit hatten wir tatsächlich einen Königreichstitel, weil wir, glaube ich, seinen Erben eingefangen haben. Der war da am Pennen oben in Nordfrankreich. Natürlich müsst ihr nicht denken, der Omni hat jetzt seinen Königstitel und hört auf. Nee. Und außerdem werden wir den Königstitel natürlich 100%ig verlieren. Die Fraktionen sind momentan noch übersichtlich. Ich bin ein bisschen überrascht. Aber ihr seht schon, zwei können schon gleich schon ihre Forderungen stellen. Und der gute Ella hat leider nicht mehr, ich sag mal, die Potenz, die er früher mal aufwies. Deswegen kriegt er auch nicht ganz so viele Kinder, obwohl seine Frau seine Seelengefährtin ist. Das heißt, wir werden natürlich den Titel nicht lange halten. Es soll eigentlich nur ein Machtsprung sein. Ich hatte gehofft, eine gute Hochzeit damit an Land ziehen zu können, um ihm hier irgendwas anzugreifen. Zum Beispiel diesen bescheuerten Hastin, den wir leider nicht getötet haben, weil Crusader Kings 3 halt. Deswegen müssen wir schauen, wie wir denn damit jetzt umgehen. Aber wir sollten ein bisschen Macht, vielleicht einen Krieg durchzudrücken, auch wenn Jorvik noch immer 4000 Truppen hat und gerade unseren Verbündeten nass macht. Ja, es bleibt abzuwarten. Da der Papst so lieb zu uns war, werden wir ihn natürlich auf jeden Fall seinen Wunsch erfüllen. Denn ihr seht schon, er ist ein ehrgeiziger Mensch. Er ist ein verlangender Mensch und er will gerne das Herzogtum von Spoleto. Und ich bin auch ein netter Mensch. Und ich sag ganz ehrlich, wenn mir so ein lieber Mensch wie der Lucius II., der uns den Titel gegeben hat, verlangen hat, dann will ich dieses Verlangen auch auf jeden Fall stillen. Und deswegen gebe ich ihm natürlich Spoleto. Einfach um einen mächtigen Vasall wegzuhaben, weil der geht mir auf die Nerven. Und der gute Lucius soll damit glücklich werden. Vielleicht leite er uns auch gleich ein bisschen Geld, das wäre auch ganz gut. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache, die wir auf jeden Fall, weil wir so fromm und so nett sind, denn wir sind ja Ella, der Teufel. Und deswegen, was spricht mehr für Frömmigkeit, als der Teufel genannt zu werden? Naja, ein paar Sekunden später sieht die Situation nicht viel besser aus. Ich glaube, der Papst, der will bestimmt noch mehr haben. Deswegen verleihen wir auch nochmal hier diese Emilia. Bitte schön. Papst will ja auch ein bisschen Macht haben. Ich denke, das ist auch eine sinnvolle Sache. Ging nicht mehr Ruf dafür, was ich extrem schade finde. Ich hatte eigentlich gehofft, wir kriegen dafür ein bisschen Geld mal endlich. Klappt leider nicht. Deswegen müssen wir da wohl damit leben. Aber wir haben zumindest eine mächtige Vasallin weggetan. Vielleicht hilft uns das, doch nur ein, zwei Titel zu halten. Könnte auch tatsächlich sie noch vergeben, wo sie hat auch ein bisschen viel Topen. Wäre auch in Ordnung. Ja, schwierig. Ich glaube, wir machen das aber. Der sollte sich selber damit den nervigen Leuten rumkämpfen. Die mögen uns nämlich nicht so. Ich weiß auch nicht warum. Nur weil wir Italien geschenkt bekommen haben, bin ich jetzt ein bisschen dreist, muss ich ganz offen sagen. Zur Abwechslung gehen wir heute mal auf die Entführung, denn der Alba-Typ plündert uns die ganze Zeit. Und wir wollen auch mal nochmal ein bisschen uns auf mit den Erben von Ivar beschäftigen. Denn natürlich wollen wir beides noch erobern. Wir versuchen gerade noch so ein bisschen die Lücke zu finden, wann wir angreifen können mit unseren neuen Verbündeten. Ist noch schwierig, weil die einfach noch extrem viel Gedöns haben. So, und tatsächlich haben wir beide gefangen. Ist das nicht eine nette Sache? Schön, schön. Dann kann erstmal der Alba verstehen, dass man uns nicht die ganze Zeit plündert. Hast du mich verstanden? Sowas funktioniert nicht, wenn man Ella als seinen Gegner hat, auch wenn du selber hinterlistig bist. Was hast du davon? Aber bevor wir uns mit Alba beschäftigen. Ja, Barit, damit bist du leider gestorben. Weil Azar truisch ist, können wir ihn einfach töten. Es war nicht schön, dich kennengelernt zu haben. Und damit ist er tot. Das passiert halt. Und jetzt haben wir einen neuen kleinen Gegner gegen uns. Dem werden wir gleich auf jeden Fall den Krieg erklären können mit unserer Verbündeten. Und der gute Hastin ist jetzt tatsächlich auch angreifbar. Das heißt, wir könnten uns theoretisch diese zwei Sachen schon mal holen. Uns noch ein bisschen auf Jorvik, was halt immer diese verfluchten Truppen hat, vorzubereiten. Außerdem ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir sollten sie natürlich umbringen. Zwar kriegt er dann das Königreich, aber seht euch mal den an. Der ist ja komplett schwach. Und die Sondertruppen sollten dann tatsächlich verschwinden. Sie hat auch keine Kinder. Das heißt, sie hat keine Chance, in irgendeiner Form noch etwas abzugeben. Wir müssen sie also umbringen können. Ich konnte sie weder entführen, ist auch wirklich
angesteckt wurden. Und ermorden, ja, das habe ich abgebrochen, weil ich ein Vollidiot bin. Aber gut, das wissen wir ja. Albert hat seine Schuld abgesessen, deswegen können wir uns einmal schön 176 Gold gönnen. Was uns tatsächlich sehr viel Vorteil bringt, weil wir nochmal Pilgerreise machen können, um mehr Frömmigkeit zu kriegen. In so einem Königreich-Krieg wäre natürlich das Beste, was wir machen können. Und eben, um noch ein paar Gebäude zu bauen, denn unsere Gegend hier ist absolut erbärmlich. 2 hours later. Ich sehe nicht am Ende des Tunnels. Wir haben den normalen Anspruch auf Northumbrien bekommen, aufs ganze Jatum, also unsere alte Heimat. Währenddessen bringen wir natürlich casually wieder ein paar Leute um und entführen ein paar Leute. Diesmal sogar den Jarl hier. Mal gucken, ob das was bringt. Problem ist halt, dass er 2 Kriege hat und ja, sehr viel Truppen halt, ne? Und unsere Verbündeten sind leider selber im Krieg. Dass wenn wir jetzt hier drauf gehen, sieht das schon mal ganz gut aus. Sehr ausgeglichen, aber es wäre tatsächlich das Ziel, was wir erreichen können. Ihr seht aber, unsere Kumpels sind hier im Krieg. Auch wenn sie langsam aber sicher gewinnen, kriegen sie das nicht so viel, wie ich gerne hätte. Und damit, meine liebe Astrid, wirst du auch in die Baron eingehen als ein Kind, das nicht sehr lange lebte. Und deine liebe, liebe Schwester, du musst leider auch dran glauben. Das ist natürlich echt problematisch. Da könnte man tatsächlich auch einen Krieg erklären. Aber das hier ist eigentlich zu saftig, um es nicht zu machen. Aber er hat auch keine Truppen verloren. Also schwierige Option, schwierige Option. Wir dürfen nicht zu lange zögern, denn unser lieber Ella, der Teufel, ist schon brächlich und fast tot. 5 minutes later. Und hier mit unseren treuen Verbündeten belagern wir jetzt Schweden und das Gebiet von Northumbrien, um unser altes, angestammtes Recht wieder zu erlangen, damit wir endlich wieder unseren eigenen Platz haben und entgegen der Geschichte, entgegen von Crusader Kings Intention, uns den armen Ella, den lieben Ella, den Teufel, umzubringen, doch noch erfolgreich werden und ein Königreich, na gut, es ist Italien, aber für uns errungen haben. Das ist ein mächtiger Schritt in die richtige Richtung. Einen gnadenlosen Todesstoß für seine Armeen aus Schweden. Können wir tatsächlich den Krieg für uns entscheiden? Schaut es euch an, 100%. Wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Schritt in die richtige Richtung gegangen. Und jetzt wird unser Aufstieg geschehen. Jetzt wird England uns gehören. Und damit endet das heilige Leben von König Ella dem Teufel, der seinen Sohn in letzten Atemzügen noch ermorden, natürlich auf eine ferne Farm schicken musste, um sein Erbe zu regeln. Der unendliche Druckmittel fingiert hat, den Papst erpresst hat, Leute entführt und hingerichtet hat, der durch Intrigen, Morde und noch mehr Morde sein angestammtes Land in Northumbrien wieder zurückholen konnte und doch leider nicht zum englischen König aufsteigen konnte. Jetzt muss sein besoffener Sohn Elfgar das Ganze übernehmen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Und leider lebt dieser verfluchte Hasty noch immer. Aber wir werden es schaffen. Wir werden im letzten Atemzug dieses Videos noch das Königreich England schaffen. Und zwar in einer kurzen und hoffentlich schmerzlosen Montage. Wobei es wahrscheinlich für mich mehrere Stunden sein werden. 1 eternity later. Mit dem Bündnis mit Frankreich konnten wir zumindest nochmal Jorvik erobern. Das heißt, der nächste Schritt ist getan. Auch wenn England uns immer mehr entgegenrückt und unseren Träume zunichte machen will, wie ihr hier unten sehen könnt. Aber wir kommen dem Ziel näher. Das heißt, wenn er nicht gerade durch seinem Saufen stirbt, wird unser 55-jähriger Sohn das Ziel vielleicht sogar erreichen. Gewinnen ist als nächstes dran. Joink. Joink. Auch der Sohn Ellas ist bereits gestorben. Leider, leider. Aber wenigstens ist auch dieser verfluchte Hasty mit 90 gestorben, weswegen wir überhaupt erst hier Gewinnen einnehmen konnten. Und damit kommt Ella der Zweite an die Macht. Und er wird halt hoffentlich den letzten Push machen, damit wir das Königreich England besitzen. 1 eternity later. Viele, viele Generationen, viel Sterben und viel Töten später können wir endlich behaupten, dass wir den englischen Thron jetzt für uns beanspruchen können. Und endgültig Ellas altes Recht wieder einsetzen als einer seiner Nachfahren. Endlich können wir sagen, dass wir diesen unmöglichen Staat für uns entschieden haben mit Mord, Brutalität und vielen anderen nicht so ganz so netten Dingen. Eine letzte Belagerung durch unsere Verbündeten und damit haben wir den Krieg tatsächlich gewonnen. Joink. Damit darf ich noch die Ehre haben, diesen Titel primär zu machen und damit England einem wahren Haus, nämlich Ellas Northumbria Haus, zuzuordnen. Und all die Ehre gebührt ihm, denn er hat es geschafft, die ersten Kriege zu überleben, die unglaubliche Invasion der Nordmänner durch Mord, Intrigen, Entführungen, Druckmittel fingieren und all den anderen düsteren Dingen zu tun, sodass unser Erbe Raymond Berengis, warum auch immer der jetzt französisch heißt, unser Erbe antreten kann als rechtmäßiger Herrscher von England. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da oder unterstützt mich gerne mit einem Kauf bei Holy mit meinem Code Omni5 oder Omni. Schaut uns gerne mal hier in die Tutorials rein oder wie ich mit einer älteren Dame auch in England tatsächlich einen unmöglichen Start überlebt habe. Und wenn ihr Bock auf mehr davon habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Denkt dran, der Algorithmus ist gierig und will immer mehr und kommt sonst auch gerne bei Twitch vorbei. Haut rein!